Leute, wisst ihr eigentlich, was eure Hunde so treiben, wenn ihr außer Haus seid? Mir ist mal Folgendes passiert. Vor vielen Jahren hat einer meiner kleinen Hunde, und zwar nicht Mädchen, in gemeinschaftlicher Arbeit mit meinen Katzen eine Schublade voller Leckerchen geplündert. Und als ich nach Hause kam, war sie kugelrund und hat die ganze Nacht gebrochen. Damit euch so etwas nicht passiert, gibt es hier ein paar richtig coole Tipps. Leute, mein Name ist Massi Samin und das ist mein Mädchen, die im Schlaf ist. Und heute geht das um das Alleinesein von Hunden. Wer möchte schon alleine sein? Also Hunde mit Sicherheit nicht. Es sei denn, man hat sie gut darauf vorbereitet und dann kann man sie ohne schlechtes Gewissen zu Hause lassen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Hunde sind wie wir Menschen Rudeltiere und die brauchen den Kontakt zu ihrer Gemeinschaft. Das heißt also, wenn ein Hund alleine gelassen wird, ist er nicht mehr in Sicherheit. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse meine Hunde nicht länger als 4 Stunden alleine. Unter der Voraussetzung, dass der Hund seine Grundbedürfnisse befriedigt hat. Das heißt, der ist gelaufen, hat getobt, hat gespielt, hat gegessen, getrunken, sein Geschäft erledigt. Und dann erst kann ich tatsächlich dem Hund mitteilen, hey, du kommst heute leider nicht mit. Ich bin aber gleich wieder zurück. Was ist jetzt hierbei wichtig? Das heißt, wenn ich jetzt einfach aus dem Haus rausgehe und sage, hey, Papa kommt gleich wieder, dann ist der Hund natürlich in der Erwartungshaltung, weil ich ihm die Aufmerksamkeit gebe, dass er mitkommt. Wird er in dieser Aufmerksamkeit bzw. in dieser Erwartungshaltung enttäuscht, ja, kann die Energie, die bereitgestellt wurde, um rauszugehen, so yay, jetzt geht's raus, tatsächlich einfach nur dem Hund für ein Unwohlsein sorgen. Was ich persönlich mache, ist, das zu kommunizieren. Ich bringe meine Hunde auf den Platz, dann anschließend ziehe ich mir die Jacke an, nehme den Schlüssel in die Hand, drehe mich noch ein letztes Mal zu meinen Hunden um und sage ihnen deutlich, ihr bleibt. Und dann gehe ich aus der Haustüre. Was mache ich allerdings, wenn ich dann wieder zurückkomme? Meine Hunde freuen sich natürlich, ich freue mich auch, wie sie wiederzusehen. Aber ich rege sie nicht noch zusätzlich auf. Das heißt, ich begrüße sie ganz normal, bin ganz ruhig dabei und wieder geht es darum, die Erwartungshaltung nicht zu schüren. Ja, weil sonst jedes Mal der Hund mit eurem Wiederkommen Aufregung verbindet. Und hört der Hund, dass da irgendetwas passiert und ist in dieser Aufregung da und sagt, oh Gott, jetzt kommt der Mensch endlich wieder. Ja, und wird dann enttäuscht, weil es irgendwelche Geräusche sind. Dann weiß er wieder nicht, wohin mit der Aufregung und fängt Blödsinn an. Deswegen ist es wichtig, ruhig zu bleiben, austariert zu sein, den Hund auszugleichen, nach Hause zu kommen, sich natürlich zu freuen, sie zu begrüßen, aber nicht zusätzlich noch in ihrer Aufregung sie aufzuregen. Wie bringe ich das jetzt nun einem Hund bei, den ich beispielsweise als Welpen schon habe? Ich grenze mich erstmal räumlich ab, ein paar Meter weiter weg, sodass ich in Sichtkontakt bin, sodass er mich hört und noch riechen kann. Somit hat der Hund das Gefühl, alles klar, okay, mein Mensch braucht jetzt gerade seinen Freiraum, er grenzt mich ab und dann ist es um einiges einfacher für ihn. Und dann irgendwann gehe ich aus dem Haus und komme wieder zurück. Und so gebe ich dem Hund immer wieder das Gefühl, hey, brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich komme schon wieder. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Rituale schaffen, Sicherheit geben und dann werdet ihr sehen, dass es um einiges einfacher funktioniert. Was ist jetzt mit einem betagten Hund, der jetzt hier nicht mehr alleine sein kann, der Schwierigkeiten hat, der gelernt hat, dass er alleine gelassen wird, tatsächlich verlassen wird, Unsicherheiten machen sich breit. Hier ist es auch wieder wichtig, zu unterscheiden und zu differenzieren. Warum kann er nicht alleine sein? Kann er nicht alleine sein, weil er beispielsweise einen Kontrollverlust hat? Ist es, weil er Unsicherheiten entwickelt? Ist es, weil er Langeweile hat? Ist es ein Kommunikationsfehler, dass er in der Erwartungshaltung ist, mitzukommen und dann wird er in der Erwartung enttäuscht? Da ist es auch sehr wichtig, ja, individuell zu reagieren. Jeder Hund ist anders. Ihr Lieben, es kann passieren, dass eure Hunde anfangen zu bellen, wenn ihr sie alleine lasst. Das ist aber kein Weltuntergang. Das ist letztlich einfach nur eine Lautäußerung. Wenn der Hund eine Erregung im Körper verspürt, dann will er diese Erregung loswerden. Was hierbei helfen kann und was auch mir geholfen hat, ist beispielsweise den Raum abzudunkeln. Dann fahren eure Hunde so ein bisschen runter oder ein bisschen so Nebengeräusche anmachen, wie beispielsweise Musik. Jazzmusik hilft beispielsweise Hunden, ein bisschen runterzukommen. Also ich habe einen persönlichen Trick. Ich habe beispielsweise so ein Hundekissen aus meinem alten Pullover gebastelt. Dann riecht es noch nach mir, der Hund hat einen guten Bezug noch, der fühlt sich dort wohl. Er weiß, okay, das sind die Gerüche meines Menschen und da wird er wieder zurückkommen. Das bindet auch natürlich zwischen Mensch und Hund und meinen Hunden tut das wirklich gut. Das andere, was man noch machen kann, es gibt so etwas, das nennt sich Pheromonverdampfer. Das sind so kleine Geräte, die man in die Steckdose packt und die verdampfen Pheromone, die Gerüche der Mutterhündin, die sie nach der Geburt ihrer Welpen aussondert. Das erinnert den Hund natürlich an ein wohliges Gefühl, gibt ihm ein Geborgenheitsgefühl. Aber das heißt nicht, dass man ohne das Training mit dem Hund einfach das Ding reinsteckt und sich verabschiedet von dem Hund und das hilft schon. Das ist kein Hexending, ja, sondern vielmehr ist es tatsächlich neben dem Training sehr hilfreich und das muss man mindestens 2 Tage vorher quasi einsetzen. Ihr Lieben, und hier ein paar Sachen, auf die ihr unbedingt achten müsst, wenn ihr euren Hund alleine lasst, die ihr nicht machen sollt.
Kein Geschirr, kein Halsband am Hund dran lassen, bitte. Der Hund kann sich irgendwo verheddern, irgendwo verfangen und sich selbst damit verletzen. Auch kein Spielzeug liegen lassen. Der kann sich auch daran verschlucken. Es ist wirklich gefährlich. Das wünsche ich euch nicht, das wünsche ich auch eurem Hund nicht. Die Grundbedürfnisse eurer Hunde müssen befriedigt sein, bevor sie alleine lassen. Und dazu gehört auch natürlich, dass der Hund gegessen hat, gesättigt ist, müde zu Hause sitzt und einfach glücklich ist, dass ihr sie alleine lasst. Aber achtet bitte darauf, wenn ihr das Haus verlasst, das Futter muss außer Reichweite sein. Nicht, dass der Hund auf die Idee kommt, doch irgendwie vielleicht die Tüte voll Essen zu plündern und dann wartet eine böse Überraschung auf euch. Achtet auf diese Dinge, seid geduldig, vor allen Dingen mit euren Hunden und mit euch selbst und dann werdet ihr sehen, dass ein paar Stunden alleine sein gar nicht so schlecht ist für eure Hunde. Ihr Lieben, jeder Hund ist anders und nicht zu jedem Hund passt ein Lösungsansatz. Das heißt also, es gibt nicht nur Schema F, seid individuell, seid kreativ, auch bei dem Vorgehen mit dem Alleinesein eurer Hunde. Und wenn all das nicht hilft, ist es kein Weltuntergang, wenn man Experten fragt. Ja? Ich habe beispielsweise jetzt einen Lösungsansatz gehabt mit diesem selbstgebauten Kissen aus einem alten Pullover. Vielleicht habt ihr ja auch so eine richtig coole Idee oder habt schon mal etwas ausprobiert, was wirklich geholfen hat. Schreibt mir das doch einfach unten in den Kommentaren. Vielleicht kann es auch mir helfen, ja? Mit weiteren Hunden, die ich dann alleine lassen muss. So, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute beim Alleinesein eurer Hunde. Ich lasse jetzt mein Mädchen allein. Du bleibst jetzt dort, wo du bist. Ich schläf sowieso. Ciao.